Hallo und willkommen zum Weihnachtsspecial der Playtime Show. Wir sind hier auf dem Fürther Weihnachtsmarkt und ich habe einen riesen Sack voll Spiele als Geschenke mit dabei und mal schauen, wem ich damit heute noch eine weihnachtliche Freude machen kann. So, wir haben jetzt unser erstes Opfer oder besser den ersten, den wir beschenken können. Aber eine Kleinigkeit muss man schon leisten, um zumindest die guten Titel zu bekommen. Wir haben natürlich auch Trostpreise dabei, nämlich 3 Fragen beantworten zu Spielethemen. Und ist dir lieber Retro oder lieber aktuelle Titel recht? Erstmal Retro. Okay, probieren wir es mal. Welche Haarfarbe haben die Lemmings? Die Lemmings, die haben also bräunliche Haare, also. Nee, die waren knallbunt. Ach, bei Lemming, ich dachte, die hätten ja grüne Haare. Hatten. Grüne Haare, ist richtig. Erste Frage. Nenne 3 Adventures von LucasArts, klassische Adventures. Klassische Adventures. Octopus, das weiß ich noch, eins. Ich weiß nicht, welches ist mit dem Pink Octopus, glaube ich. Ja, fast. Das ist nicht der Octopus, das sind seine Arme. The Pink Tentacle. Ganz nah dran. Der Titel ist anders, also es geht um einen Tentakel. Aber ich weiß leider nicht den Namen. Okay, vielleicht noch ein anderes? Also man liegt fast nicht falsch, wenn man klassische Adventures aufzählt. Die meisten, die man heute noch kennt, sind von LucasArts. Ja, mir fällt gerade keins ein. Okay, dann machen wir noch eine dritte Frage. Ja. Es geht um einen legendären D&D-Rollenspiel-Klassiker, der wurde dieses Jahr neu aufgelegt. Welcher ist das? Ist das nicht Diablo? Nee, der gab es zwar auch dieses Jahr ein neues, aber es ist nicht D&D. Oh, Mist. Okay. Ich bin voll auf den Schlauch. Macht nichts. Skyrim, oder? Skyrim ist auch eine Fortsetzung von der Reihe, gab es letztes Jahr, aber dieses Jahr noch ganz viel. Aber nee, es geht um ein Spiel, das es in den 90ern gab und wo jetzt eine neue Version von gekommen ist. Einfach überarbeitet, neue Grafik ein bisschen. Zu überlegen, War von BioWare? Ich weiß nicht, in der Duke Nukem war letztes Jahr? Das ist schon ein bisschen her? Ja, das war letztes Jahr, das weiß ich leider nicht mehr. Okay, es wäre Baldur's Gate gewesen. Okay. Da ist vom ersten Spiel eine Neuauflage gekommen. Ach so, okay. Aber eine Frage richtig bedeutet kein Trostpreis, sondern du musst einfach mal blind in die Tüte greifen und hoffen, dass was rauskommt, wofür du auch den PC oder die richtige Konsole hast. Okay. Schauen wir mal. Wir haben uns einmal gesehen. Und? Jetzt sind wir für immer. Ja, das ist dann. Boah, ich hab's ja keine PS3, aber trotzdem geil. Aber vielleicht jemand bei euch in der Familie. Ja, okay, vielen Dank. Frohe Weihnachten. Vielen Dank. Ciao. 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 Auf dem Mittelaltermarktteil des Weihnachtsmarkts haben wir einen Kandidaten gefunden. Und was ist dir lieber? Möchtest du lieber Fragen beantworten zu Retro-Spielen oder zu aktuellen Titeln? Zu Retro-Spielen. Dann fangen wir auf jeden Fall mal mit Retro-Spielen an. Und was haben wir? Es geht um ein Star Wars-Spiel. Wie hieß der Hauptcharakter in Rebel Assault? Luke? Nee. Man hat einen Charakter gespielt, der sonst nicht vorkam in der Star Wars Saga. Seinen haben wir nicht, wir haben nur mal oben. Dann bin ich leider überfragt. Okay. Nochmal Retro oder eine aktuelle Frage? Ich hoffe, ihr habt welche, die mehr in Richtung Fantasy oder Mittelalter gehen, sonst habe ich ein Problem. Es geht um einen D&D-Klassiker, ein Rollenspiel, das dieses Jahr neu aufgelegt wurde. Welches war das? Neverwinter Nights? Nein, geht aber schon in die richtige Richtung. Ja, gut. Ein bisschen früher? Ein bisschen früher. Es liegt mir auf der Zunge, es kommt nicht raus. Ein Tipp, ist es der Name einer berühmten Stadt in einem D&D-Setting? Ich gehe gerade die Städte durch, aber mir fällt sie nicht ein. Verschieben wir vielleicht mal nach hinten und machen eine dritte, auch nochmal Retro oder aktuell? Gerne. Was ist das Geheimnis von Monkey Island? Ich bin damit leider nie zum Ende gekommen. Ich habe Monkey Island gespielt bis zur Mitte, dann wurde ich abgebrochen und dann konnte ich nicht mehr weitermachen. Oh je. Ist dir inzwischen eingefallen, welche Stadt es sein könnte? Nein. Gar nicht. Aber ich schätze mal, es ist die Hafenstadt im Norden, oder? Es ist auch eine Hafenstadt? Nein. Okay. Baldur's Gate wäre es gewesen. Ja. Wir haben einen Kandidaten gefunden und das wird jetzt folgendermaßen laufen. Ich stelle dir 3 Fragen. Du kannst dich entscheiden, ob du zu Retro-Spielen oder zu aktuellen Spielen was sagen willst. Und je mehr Fragen du richtig beantwortest, desto besser ist der Titel dann. Und beziehungsweise du darfst dir dann genau raussuchen, was du mitnehmen willst. Aber es gibt auf jeden Fall einen Trostpreis. Oh, schön. Ja, also ich nehme Retro. Retro, okay. Was haben wir denn? Mario Brothers kennt jeder, aber es gab auf dem C64 einen Klon davon, der sehr erfolgreich war. Da gab es jetzt auch ein neues Spiel. Wie heißt das? Oh, erwischt. Von Mario Brothers. Eine Art Kopie, also so eine Billigkopie. Eine Billigkopie.
Ich muss passen. Okay, machen wir einfach mit der nächsten Frage weiter. Wieder Retro oder aktuell? Wieder Retro. Wieder Retro, okay. Wenn wir gerade schon bei Mario waren, wann gab es denn das erste Mal ein Spiel, in dem Mario vorkam? 1991. Nein. 1990? Nein. Früher. Viel früher? Also irgendwo zwischen 74 und 95. Echt jetzt? Ja. Von 80. Gut, dann war das dann. Naja, zu jung. Wir können ja mal ausweichen. Okay. Ja, genau. Was wäre denn die Antwort? 83. Fast. Ja, doch, das gilt. Es gibt also sozusagen einen inoffiziellen, der ist ja schon mal aufgetreten in einem Donkey Kong, aber das erste Mario Brothers war 83. Eine richtige? So, eine noch. Aktuell oder Retro? Aktuell. Diesmal aktuell. Okay. Max Payne, gab es dieses Jahr ein neues Spiel. Das war von Rockstar. Weißt du, wer früher die Max Payne-Spiele entwickelt hat? Ubisoft? Nee, war ein Finn. Boah, leck. Ich bin die Finn. Ah, ja, das stimmt. Und es fängt auch mit R an, so wie Rockstar. Nur ein anderes Studio. Wenn es nicht Rockstar ist, Rockstar Games, was gibt es denn noch? Rockstar, dann gibt es. Boah, hilf mir! Sagt mir nichts, Finnen, keine Ahnung. Reykjavik. Okay. Wollen wir mal nett sein und eine Frage schieben, ganz kurz? Weil wir so. Darf man mal jemanden anrufen? Spielst du Battlefield? Mag ich ganz gerne, finde ich ganz gut. Ja. Okay, Battlefield 3 gab es 4 DLCs zu. Kannst du mir die sagen? Nein, weil mein Rechner ist so veraltet, da läuft das neue Battlefield schon gar nicht mehr. Okay, neuen Rechner können wir dir leider nicht schenken, aber eine Frage war richtig. Das heißt, du darfst zumindest in unserem Sack mit den guten Titeln wühlen und blind eins rausgreifen. Wow, das ist ja was. Hey, das finde ich ja cool. So, dann greif mal rein. Darf ich auch reinschauen? Alex. Nein. Einfach reingreifen und nehmen. Sonst mache ich das, gut, weil eigentlich okay. Habe ja ich richtig geantwortet. Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist geil. Okay. Ich habe keine Wie. Danke. Trotzdem vielleicht ja wieder der Familie. Ja, ich freue mich. Unsere nächsten Kandidaten treten im Tag-Team an. Und, wie ist es euch recht, lieber Retro oder aktuelle Titel zum Starten? Was willst du? Glaubt ihr aktuell. Welches bekannte Rollenspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiel, gab es 2012 erstmals als Computerspiel, aber als Point-and-Click-Adventure? Fuck. Nein, das ist nicht die richtige Antwort. Ja, das ist klar. Da gab es schon ein paar andere Spiele dazu, Computerspiele, auch in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Großes deutsches Rollenspiel. Ja, wir standen die ganze Zeit. Fällt mir eigentlich nur Guild Wars ein, aber. Nein, Pen-and-Paper-Rollenspiel, das halt für einen Computer umgesetzt wurde, nicht MMO. Warcraft, erstes Warcraft. Welche Fraktion konnte man dort spielen? Ich habe noch nie in meinem Leben World of Warcraft gespielt. Nicht World of Warcraft, Warcraft, als es noch Strategie war. Ich glaube, das waren Orks und Menschen, aber. Korrekt. Eine Frage richtig. Eine dritte Frage noch. Lieber Retro oder lieber aktuell? Fragen wir ihn. Mach aktuell, wenn es ja. Aktuell. Die Dame ein. Dieses Jahr gab es Halo 4. Das heißt aber nicht, dass es das vierte Spiel in der Reihe ist. Das wievielte ist es denn tatsächlich? Du kannst gerne auch laut durchzählen. Halo 1, 2, 3, Reach, ODST. Das ist der sechste. Es fehlt eins noch. Damit leider das daneben. Das siebte. Ja, jetzt ist klar. Nein, es gab noch Halo Wars. Ganz ruhig. Okay, aber eine Frage war richtig. Das heißt, ihr dürft in den großen Sack mit den Spielen greifen und euch blind eins raussuchen. Ja. Ja. Torchlight. Der kleine Bruder von Diablo sozusagen. Oh. Süß. Diablo habe ich sogar gezockt. Oh. Wenn du Diablo 2 mochtest, ist das Spiel für dich, glaube ich. Das ist geil. Könnte sogar hin sein. Das ist geil. Weil Diablo 2 habe ich sehr gesuchtet. Nein, das ist echt super. Das habe ich schon gespielt. Okay. Frohe Weihnachten. Viel Spaß mit Torchlight. Kannst du einige Stunden drin versenken. Viel Spaß euch. Danke. Das Wetter wird schlechter, aber wir haben einen weiteren Kandidaten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Möchtest du lieber was zu Retro-Spielen oder zu aktuellen Spielen beantworten? Das ist eine gute Frage eigentlich, weil ich bin mir bei beiden nicht so ganz sicher. Wir können ja einfach mal mit was Aktuellem anfangen und dann zwischendurch vielleicht wechseln. Genau. Okay. Dishonored war ein Überraschungshit dieses Jahr. In welcher Stadt spielt das Spiel? Welches? Dishonored, die Maske des Zorns. Die Maske des Zorns. Oh Scheiße, das habe ich gelesen auf dem Plakat, ja. Irgendwo in Amerika vermute ich.
Ist leider eine Fantasy-Welt, also eine gar nicht auf dieser Welt. Na, dann habe ich keine Ahnung. Okay, nächste Frage. Bestimmt ein Ego-Shooter, oder? Nächstes ist ein Schleichspiel eigentlich. Schleichspiel? Ja gut, damit habe ich auch nichts am Hut. Okay, dann machen wir mal ein bisschen mehr mit Shooter weiter. Halo 4 gab es dieses Jahr. Da habe ich ein T-Shirt, aber ich habe weder den ersten Teil gespielt noch sonst was. Versuchen wir es trotzdem mal. Vielleicht hast du irgendwas mitgekriegt. Am Anfang wacht der Protagonist auf einem Raumschiff auf. Wie heißt das? Ihr macht mich fertig. Und ich dachte, ich bin ein Spieler, weißt du? Krass. Okay. Es gab von den Super Mario Brothers auf dem C64 so ein Kopiespiel und das wurde dieses Jahr auch nochmal neu aufgelegt mit Mädels. Wie hieß das? Scheiße. Ist das geil. Okay. Ich dachte echt, dass ich mich ein bisschen auskenne. Ich glaube, wir haben die falschen Fragen mitgebracht. Wir haben jemanden weiteren vor die Kamera locken können und ich lege einfach mal los. Assassin's Creed, kannst du die Namen aller Protagonisten nennen? Also angefangen mit Altair, dann Ezio Auditore da Firenze und jetzt im Dreier ist es Connor. Und wer erzählt die Geschichte? Also aus welchen Augen bekommt man das Ganze? Desmond Miles, der von den Templern in den Animus gespannt wird. Es gab jetzt Assassin's Creed 3, aber das ist nicht das dritte Spiel. Das wievielte ist es insgesamt? Kannst du dir aufzählen, was haben wir? Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelation und Assassin's Creed 3. Das sind 5 Spiele insgesamt. Korrekt. Okay. Wie heißt das Gerät, mit dem man in die Erinnerung von Desmond greift? Aber die Templer sind aber nicht so toll, weil die Assassinen haben den 2.0 rausgebracht, Animus, und der ist viel cooler als der von, und viel besser als der von den Templern. Der hat Upgrades. Genau. Ja, dann finde ich, suchen wir doch 3 Fragen aus dem Stegreif sofort richtig beantwortet. Das heißt, du darfst jetzt hier wirklich durch den Sack wühlen und dir raussuchen, was du haben willst. Egal, was es ist. Und, was hast du dir rausgesucht? Darkness 2. Okay. Ja, Limited Edition. Dann viel Spaß mit düsteren Weihnachten. Vielen Dank. Aber ich finde, du darfst trotzdem auch einfach mal in den Sack greifen und dir was rausholen. Vielleicht ist es ja was dabei, was du dann auch tatsächlich spielen kannst. In den Sack greifen, das ist schön. So. Ich mach was. Und? Ist es sogar PlayStation 3? Oh, das ist doch mal bombig, hä? GoldenEye, ein Klassiker, neu aufgelegt, ist richtig gut. Wenn es wenigstens für die PS3 ist, bin ich schon mal glücklich. Okay, viel Spaß super, damit und frohe Weihnachten. Ja, komm, lass dich drücken. Bitte. Komm, so was passiert auch noch auf dem Weihnachtsmarkt. Wird auch gedrückt, komm ran hier. Ihr seid cool, jetzt habe ich ein Spiel bekommen, das ist schön. So, unser nächster Kandidat. Kann ich dich eher was zu aktuellen Spielen oder zu Retro-Spielen fragen? Aktuelleren. Okay. In welchem Spiel dieses Jahr konnte man den Tod spielen? Oh Gott, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, machen wir weiter. World of Tanks, sehr beliebtes Online-Panzerspiel. Welche Technologiezweige gibt es da? Das sind alles die Spiele, die ich nicht spiele, Alter. Eine technische Retrofrage. Eine 3,5 Zoll Diskette, wie viel Daten passen da drauf? 3,5 Zoll Diskette. Ja. Einfach mal schätzen. 500 MB? Nee, nicht so ganz. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es sind knapp mehr als 1 MB gewesen. Gut. Hallo? Gut. Nee, keine Ahnung. Okay, dann gibt's nur einen Trostpreis, aber trotzdem frohe Weihnachten von uns. Entweder hatten wir jetzt nicht so Glück oder die Gamer sind in Fürth dann doch eher dünn gesät. Wenn ihr denkt, ihr könnt das besser, ihr könnt es beweisen. Schreibt uns einfach an und es könnte sein, dass wir uns bei euch melden und euch auch ein paar Fragen stellen und vielleicht kriegt ihr dann auch was. Das war's auf jeden Fall für Weihnachten. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Tschüss und bis dann.